Heute geht es um einen Heiligen, der gut mit Tieren konnte und nach dem eine Stadt im Nordsaarland benannt ist. Der heilige Wendelinus, die Stadt St. Wendel. Wendelinus ist ein iroschottischer Missionar gewesen aus dem 6. Jahrhundert. Die Iroschotten, das waren so eigene Typen, sind sie ja auch bis heute. Ganz interessante Missionare, die da aus diesem Raum hier zu uns gekommen sind und missioniert haben. Die Mönche waren gut ausgebildet und es war Tradition, dass sie eine Wallfahrt nach Rom gemacht haben in ihrer Ausbildung. Und auf dem Rückweg ist der Wendelinus dann hier bei uns in unserer Gegend im Trierer Raum hängen geblieben, ganz speziell dann eigentlich im Raum des Saarlandes. Und es gibt eine Legende, nachdem ist der Wendelinus so von Haus zu Haus und hat als wandernder Mönch gebettelt. In Irland und Schottland war das normal. Nur hier waren die Leute nicht so begeistert und haben ihn aufgefordert, doch lieber was zu schaffen. Hat er dann gemacht. Und das, was er am besten konnte, war Tiere hüten, als Hirte tätig zu sein. Und der Mann, der ihn da beauftragt, hat gemerkt, Mensch, der hat da echte Fähigkeit, der hat da einen Draht, der kann das. Und so hat er ihm dann aus Dankbarkeit auch eine kleine Einsiedelei gebaut, wo er dann als Mönch leben konnte. Und das soll gewesen sein im Wendelstal, ein bisschen südlich von St. Wendel, dort, wo heute die Wendelinuskapelle steht. Und die Leute sind dann dorthin, weil dieser heilige Wendel, dieser einfache Mönch, hatte was zu sagen. Der hat die Leute begeistert. Und wie das so ist, da kamen dann auch die Mönche aus dem naheliegenden Kloster Tholey, auch heute noch ein Kloster, eines der ältesten Klöster Deutschlands, und haben ihn doch gebeten, bei ihnen Abt zu werden, denn der Abt war verstorben. Hat er gemacht, der Wendelinus. Und als er selbst dann starb und die Mönche ihn begraben haben, so heißt es in der Legende, dann sei am nächsten Morgen er wieder neben dem Grab gelegen. Dann haben sie gesagt, no, dann wollte er wohl hier nicht beerdigt werden. Man hat ihn auf einen Ochsenkarren gelegt und dann den Ochsenkarren freigehen lassen, wohin er denn wollte. Und der Ochsenkarren hat nicht an der Wendelinuskapelle gehalten, nein, er ist noch ein Stück weiter. Und dort, wo er angehalten hat, dort steht heute der Wendelinusdom in St. Wendel. Und dort ist natürlich heute auch das Grab des heiligen Wendelinus. Am 20. Oktober ist sein Gedenktag und da ist was los in St. Wendel. Da gibt es natürlich Wallfahrten und ein großer Markt. Und die Stadt ist bunt geschmückt anlässlich des heiligen Wendelinus. Heute überlegt man öfter, ob man ihn nicht zum Schutzheiligen für alles, was mit Natur und Naturschutz zu tun hat, machen sollte. Ja, als Mann, der es mit Tieren konnte, ist er natürlich ein Schutzpatron aller Tierhalter, aller Hüter. Nur, man muss ganz klar haben, wenn man den heiligen Wendel anruft, um Hilfe mit den Tieren, von Massentierhaltung hatte St. Wendel noch nichts gewusst und das hätte er bestimmt auch nicht befürwortet. Also guter Umgang mit Tieren, dann kann man auch den heiligen Wendel um Hilfe bitten.